Das Wort hat der Fraktions- und FDP, Herr Rentsch, bitte. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Sie jetzt nicht stören, aber es ist ja auch schon 20 nach 6. Der Tag hat uns voll in Beschlag genommen und will zuerst mal das, was Kollege Schäfer-Gümbel auch getan hat, auch noch mal wiederholen. Glückwunsch an die neue Regierung, gute Hand, die notwendige Dynamik, die man sicherlich braucht, um dieses Land zu regieren. Und vor allen Dingen gute Entscheidungen. Und der Kollege sagte vorhin schon in den Reihen, auch bei den vielen Ankündigungen, was wir alles demnächst im gemeinsamen runden Tischen klären sollen. Das könnte die neue Stuhlkreiskoalition werden, die sozusagen alles in einer Art und Weise der Konfliktberatung klärt. Ich hoffe, meine Damen und Herren, und das, Herr Ministerpräsident, gestatten Sie der Opposition in diesem Haus, dass Sie Verständnis dafür haben, dass wir alles, was Sie anbieten werden, aufnehmen werden, aber dass wir Sie uns als Opposition sicherlich nicht sozusagen nur von der Regierung bitten lassen werden bei Themen, sondern selber Themen setzen und wir Sie dann auch einladen. Und wir sehr gespannt sind, ob Sie diesen Einladungen folgen. Wir hätten ebenfalls ein großes Interesse an der Zusammenarbeit. Dieses Land wird von CDU und FDP, der alten Koalition, in einem hervorragenden Zustand übergeben. Mehreinnahmen von über 400 Millionen Euro zur Abrechnung des Jahres. Arbeitsmarkt ist spitze, Existenzgründungsquote, Entwicklung Nordhessen, haben wir alle geklatscht, ist hervorragend. Lehrerversorgung von 105%, Hochschulen. Und das ist auch für uns der Maßstab als Liberale, an dem wir Sie messen werden, nämlich bei der Frage, ob Sie in der Lage sind, dieses Land weiter in einem guten Zustand zu halten, jeweils bei diesen Punkten. Ich will nicht bestreiten, dass wir sicherlich an vielen Stellen auch unterschiedliche Auffassungen hatten zwischen CDU und FDP, aber kann mich über diese 5 Jahre der Zusammenarbeit in der Art und Weise nicht beschweren. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir viel für das Land geleistet haben. Aber dass das jetzt auch der Maßstab ist, an dem wir Sie messen werden. Und es ist natürlich schon, wenn man das von außen betrachtet, nicht, Kollege, Sie werden gestatten, dass wir das auch sozusagen zur Kenntnis nehmen, natürlich schon beachtenswert, dass es an vielen Stellen auch einen, ich sag mal, Blickwechsel gegeben hat anscheinend. Nachdem früher Herr Al-Wazir Herrn Bouffier so bezeichnet hat, wie es Frau Wissler und auch Herr Schäfer-Gümbel gesagt haben, kann ich noch den Prinz Charles hinzufügen. Das war auch eine der Formulierungen. Ich habe mich gefragt, ob man sich jetzt sozusagen nach Prinz Charles als Tarek und Volker begegnet. Auch das wurde begrüßt. Ich kann davor nur warnen. Ich habe erlebt, was aus Guido und Horst, genau hieß der andere, geworden ist. Horst gibt es noch, Guido nicht mehr. Also insofern, man muss an dieser Stelle aufpassen. Aber wie gesagt, diese Vertrautheit ist doch von außen betrachtet, ja, das ist ja auch ein Spaß auf meine Kosten gewesen, deshalb habe ich ihn genannt, Herr Kollege. Deshalb ist diese Vertrautheit von außen betrachtet schon nicht ganz unproblematisch. Nachdem 2008 die Union noch plakatiert hat, Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten verhindern, ist man mittlerweile mittendrin in dieser Koalition. Da hat sich also vieles in Hessen, meine Damen und Herren, verändert. Herr Wagner hat die ersten 17 Tage gelobt. 1808 Tage bleiben noch, also insofern schauen wir mal, ob sie die schaffen. Die letzten Tage war für uns ganz interessant, weil ich es spannend finde, wenn eine Koalition auch das Thema Transparenz für sich gelten lässt und man auch öffentlich über Themen und Schwerpunkte diskutiert, da können wir teilhaben, herzlichen Dank dafür. Aber ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen den Anspruch an diese Regierung haben, egal wer sie regiert, dass diese Regierung auch sagt, was sie will. Und beim Thema Zwischenlager Biblis wäre es zum Beispiel schön gewesen, wir werden das ja diese Woche noch diskutieren, wenn wir wüssten, was sie bei dem Thema wollen. Der stellvertretende Ministerpräsident hat eine andere Auffassung als der Ministerpräsident und möglicherweise gibt es ja auch eine gemeinsame Auffassung bei diesem Thema. Aber ich werde noch zu einigen Punkten kommen, wo die Frage des Dissens mehr im Vordergrund steht als der des Konsens. Ich glaube, wir wollen eine Landesregierung, die weiß, was sie will. Das haben die Hessinnen und Hessen auch verdient, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich glaube auch, dass das große Credo, wenn man sich diesen Koalitionsvertrag anschaut und auch seine Gewichtung, mehr verwalten statt gestalten ist. Und wenn ich daran denke, was Grüne auch in ihrer Forderung, was endlich passieren soll in Hessen, ein Politikwechsel, es muss frischer Wind in diese Landesregierung rein, es muss alles anders, es muss alles besser werden, sind Sie diejenigen, die jetzt mit Ihren Stimmen Volker Bouffier zum Ministerpräsidenten gewählt haben. Ich kann aus meinen 5 Jahren sagen, dass es eine richtige Entscheidung war. Ob das in den nächsten 5 Jahren auch noch richtig ist, weiß ich nicht. Aber wenn Sie sich an Ihren eigenen Forderungen messen lassen, ist das schon ein sehr ambitionierter Politikansatz, den Sie betreiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sehr ambitioniert und möglicherweise werden Sie da Ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Aber das müssen Sie dann zum Schluss mit Ihren Wählern ausmachen. Wer sich die Gewichtung des Koalitionsvertrages anschaut, und das ist meine Frage auch ein bisschen an die Kollegen der Union, der muss sich schon wundern. Während in dem letzten Koalitionsvertrag Wirtschaft und Verkehr der größte Block waren, ist das nun die Umweltpolitik,
deutlich doppelt so groß wie der Bereich Wirtschaft und Verkehr und auch wie die Bildung. Und die Umweltpolitik und ihre Schwerpunkte, das ist sicherlich grün gewollt gewesen, ob es auch von der Union so gewollt war, kann ich schwer beurteilen. Diese Umweltpolitik dominiert viele Bereiche. Sie dominiert zum Beispiel die Landwirtschaftspolitik, wo die Frage der ökologischen Landwirtschaft wieder vor die konventionelle Landwirtschaft gestellt wird. Das habe ich schon mal gehabt in Hessen. Die Einteilung zwischen guter und böser Landwirtschaft ist nicht neu gewesen. Und Sie können das durch viele Bereiche durchziehen, wo sozusagen aus Ihrer Sicht Schwerpunkte gesetzt werden, wo ich nur sagen kann, das hätten wir uns anders vorgestellt. Wir haben erwartet, das, was der Ministerpräsident angekündigt hat, und das kann ja noch so kommen, dann gilt der Koalitionsvertrag aber an vielen Stellen nicht, dass das, was Union auch als Schwerpunkt in ihrem Wahlprogramm hatte und hat, umgesetzt wird. Und deshalb will ich an einer Stelle das, was der Ministerpräsident gesagt hat, konkret herausgreifen. Der Ministerpräsident, der Frankfurter Flughafen, ich glaube, das ist zwischen uns unstreitig, und seine zentrale Bedeutung für das Land war immer Streitgegenstand, auch hier in diesem Landtag. Und es ist auch so, dass es dazu unterschiedliche Positionen gibt und wir werden darum noch lange streiten. Aber ich sage eins, wer hier verkündet, dass die Entwicklung des Frankfurter Flughafens in diesem Land nicht gefährdet ist und gleichzeitig den Flughafengegnern die Verantwortung für dieses wichtige Infrastrukturprojekt überträgt, der macht einen garantiert großen Fehler in diesem Land, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das werden wir uns anschauen, was Sie dort machen. Und natürlich ist es so, und Herr Kaufmann freut sich schon über diese Aussage, wissen Sie, Herr Kaufmann, Sie bringen ja auch Ihren eigenen Ministern große Probleme. Sie haben zum Beispiel bei der Änderung des Planfeststellungsbeschlusses vollmundig etwas verkündet, was Ihr stellvertretender Ministerpräsident in einem Zeitungsinterview schon wieder zurücknehmen musste. Und deshalb, ich kann Ihnen nur sagen, auch als Abgeordneter, der ja nun lange auch in diesem Parlament sitzt, wenn Sie das so weitermachen, dann ist das vielleicht für die Opposition gut. Ob es für Ihre Minister und für dieses Land gut ist, wenn Sie sozusagen Rechtstatbestände, die eigentumsgleich garantiert sind, sozusagen drohend in den Raum stellen nach dem Motto, wir werden das ändern, wenn ihr nicht gehorcht, dann ist das eine Art von Politik, die wir in Hessen auch schon mal erlebt haben und die ich eigentlich nie wieder erleben wollte, meine sehr geehrten Damen und Herren, nie wieder. Es gibt viele Überraschungen, na klar. Ich finde das gut, dass Tarek Al-Wazir bei Kassel-Calden gesagt hat, wir müssen dem Flughafen erstmal eine Chance geben. Das war das, was wir immer gehofft haben. Und da muss ich sagen, ist der im Ministeramt aus meiner Sicht absolut angekommen. Ich finde es richtig, dass dort ein bisschen auch sozusagen Hoffnung das Ganze mitgestaltet. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die brauchen Sie auch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die werden Sie auch brauchen bei dem Thema. Aber genauso gibt es natürlich sehr ernste Themen, wo wir uns auch, glaube ich, aus guten Gründen Sorgen machen. Das erste Thema ist, Herr Kollege Boddenberg, und das war ja etwas, was uns gemeinsam immer auch verbunden hat, dass wir fest vorhatten, den Schulen in Hessen mehr Freiheit zu geben. Und das Landesschulamt war übrigens auch deshalb eine Idee, nicht nur weil Verwaltung konzentriert und auch eingespart werden sollte, sondern weil man natürlich dafür Sorge tragen wollte, dass das, was in kommunaler Herrschaft teilweise passiert und wie Schulen bevormundet werden, zurückgedreht wird. Und wir sind jetzt sehr gespannt, nachdem Sie das Landesschulamt nun zur Abteilung 4 des Kultusministeriums machen wollen. Also man wird sehen, wie viel das einspart. Das ist sozusagen ein anderes Etikett, aber die Grundidee bleibt ja, ob Sie in Zukunft weiterhin dafür Sorge tragen, dass Schulen in Hessen wirklich Freiheit haben. Und ich bin bei einer Sache etwas aufgeschreckt, als der Kollege Wagner in der gemeinsamen Fernsehsendung sagte, man wolle nun die Rolle des Kultusministeriums darin suchen, dass dieses Kultusministerium moderierend vor Ort eingreift. Und wissen Sie, was ich nicht möchte, was ich auch nicht wollte und was, glaube ich, die Union in früheren Zeiten auch nicht wollte, dass dieses Kultusministerium Entscheidungen vor Ort konterkariert oder lenkt, sondern dass dieses Kultusministerium den Rahmen dafür setzt, dass freie Entscheidungen in den Schulen getroffen werden können. Das muss das Ziel sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht, dass Wiesbaden den Schulen einen guten Hinweis gibt, mach die oder die Entscheidung, kehr lieber zu G9 zurück, sonst kriegst du die Strafe aus Wiesbaden. Das sollte nicht das Credo hessischer Kultuspolitik sein. Und das, muss ich sagen, deutet sich dort etwas an. Bei der Frage der Lehrerversorgung bin ich sehr gespannt. Da haben Sie sich viel vorgenommen, nachdem da einiges aus den Koalitionsverhandlungen herausgesickert ist. Ich halte das für richtig, dort nicht zu sparen, ausdrücklich, weil die Schwerpunktsetzung im Bildungsbereich die absolut richtige ist. Aber Sie werden den Hessinnen und Hessen natürlich auch erklären müssen, was die Verkürzung der Arbeitszeit, und da zu Herrn Schäfer-Gümbel, der hat zu Recht gesagt, Sie haben noch gar nichts gespart und das stimmt. Das Erste, was diese Regierung gemacht hat, ist angekündigt, dass sie erstmal eine Stunde zurückführt. Das heißt statt 42, 41 Wochenstunden Arbeitszeit. Und das wird im Bildungsbereich, wenn Sie es mal überschlagen, circa 2000 Lehrerstellen einfordern. Wie Sie das Ganze kompensieren wollen, dazu heute kein Wort. Darauf haben die Bürger in diesem Land einen Anspruch und nicht auf vollmundige Reden in der Frage, was alles geht. Das Gleiche gilt für den Wissenschaftsbereich. Wir haben gemeinsam vereinbart, dass Bildung in diesem Land ein Kernpunkt ist.
Und wenn man Mittel für die Hochschulen streckt, ist das doch nichts anderes, als dass man in mehr Jahren weniger ausgibt. Das kann man auch kürzen, denn meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie strecken dort die Mittel. Was ist es denn sonst? Und deshalb, ich bin bei Ihnen, dass wir über Konzepte streiten werden. Da werden wir eigene Vorschläge machen, so wie es die Grünen früher in der Opposition auch gemacht haben. Aber Sie müssen sich natürlich an dieser Frage auch orientieren, was Sie selber verlangt haben und was vor allen Dingen die Kollegen der Union, die sind mir in der Frage deutlich wichtiger, früher mit uns gemeinsam als Credo vor sich hergetragen haben. Sie sparen dort. Ich halte das für ausdrücklich falsch, weil die Hochschulen unser bildungspolitisches Asset auch im Wettbewerb zu den anderen Ländern sind. Dieser Weg, den können wir nicht unterstützen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die großen Herausforderungen, die das Land vor sich hat, sind sicherlich die Frage der Finanzpolitik. Und der Kollege Wagner, ich will ausdrücklich sagen, dass ich bei Ihnen bin. Es ist aber keine große Leistung, wenn wir die Verfassung gemeinsam einhalten wollen, sondern das ist die Verpflichtung dieser Regierung. Und Sie werden natürlich einen Haushalt ohne Schulden machen, sollten Sie so lange regieren, weil das die Verfassung von Ihnen verlangt. Das ist kein freiwilliges Geschenk der Grünen an die Bürger in diesem Land, sondern es ist die Einhaltung der rechtlichen Rahmengrundlagen, die wir in diesem Land haben. Mehr darf man wirklich von Ihnen, aber auch nicht weniger erwarten, dass Sie das machen. Aber wir werden genau schauen, ob Sie das auch schaffen, auch ohne Mogeln und ohne sozusagen sich dorthin zu tricksen. Der Weg ist von uns beschritten worden, die klare Richtlinie ist vorgegeben worden, natürlich ist es so, fragen Sie die Kollegen der Union. Und jetzt muss dieser Weg weitergeführt werden und wir werden uns anschauen, ob nach der Vergrößerung des Sozialbudgets und anderer grüner Lieblingsthemen dieser Weg weitergegangen wird. Die Verfassung wird von diesem Landtag beachtet werden müssen. Von den Bürgerinnen und Bürgern ist sie verlangt worden, diese Verfassungsänderung. Und deshalb werden wir sehr genau darauf achten, ob Sie dort auch sozusagen nicht nur schöne Worte, sondern auch kluge Taten folgen lassen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber natürlich gibt es an vielen Stellen neben der Finanzpolitik auch Wirtschaftsprobleme und Themen, die sozusagen Lieblingsthemen der Grünen waren. Und da bin ich sehr gespannt, wie das sich mit den Positionen der Union, die wir bisher kannten, verträgt. Mal neben der Tatsache, lieber Walter Arnold, dass die Veränderung des 121 HGO für uns alle spannend werden wird. Und ich kann nur die Kritik des hessischen Handwerks an dieser Stelle ausdrücklich unterstreichen. Mehr kommunale Betätigung führt sicherlich nicht zu besseren wirtschaftlichen Bedingungen in diesem Land. Wir erleben an jeder Stelle, auch als Kommunalpolitiker, wie viel Irrsinn dort passiert, wenn Kommunen sich wirtschaftlich betätigen. Und das wird mit Sicherheit nicht besser werden, wenn wir die Grenze des 121 aufweichen, meine sehr geehrten Damen. Wir haben sie mit großer Schwierigkeit vereinbart und es wird spannend zu sein, zu sehen, wie das Ganze passiert. Das zum Thema Energie. Das Gleiche gilt beim Thema Mittelstandsgesetz. Wir werden uns sehr genau anschauen, wie diese Regelungen verändert werden und ob das, was aus dem Koalitionsvertrag herauszulesen ist, eher eine mittelstandsfeindliche Tendenz dort Sorge trägt. Ich halte das für sehr, sehr schwierig. Doch, wir werden uns das genau anschauen. Und nein, reicht mir nicht. Zum Schluss müssen die Worte in dem Gesetzentwurf stimmen und nicht die netten Worte des Kollegen Arnold. Das ist mir, lieber Walter, einfach zu wenig an dieser Stelle. Bitte um Verzeihung. Breitbandausbau zum Thema 121 HGO hatte die CDU noch vollmundig versprochen, bis 2016 alle Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Der Koalitionsvertrag findet sich überhaupt kein Datum mehr. Das ist rausgefallen. Ich halte das für einen großen Fehler, dass den Zeitdruck, den wir hier gemeinsam vereinbart haben, Ministerpräsident Bouffier hat auch selber immer darauf geachtet, dass der passiert, in diesem Koalitionsvertrag keine Rolle mehr spielt. Stattdessen wird auch hier an dieser Stelle mit dem sozusagen netten Angebot, wir öffnen den Paragraph 121 HGO und ihr Kommunen dürft ein bisschen selber rumwursteln, gearbeitet. Auch das zeigt, meine Damen und Herren, das ist kein Konzept, sondern es ist der Versuch, die Kommunen einzukaufen. Aber ich kann Ihnen sagen, das Ergebnis wird für dieses Land kein gutes sein. Schade, dass wir auch hier den Spitzenplatz verlieren werden. Auch beim Thema Verkehr, verehrte Kolleginnen und Kollegen der Union, muss ich den Grünen ein Kompliment machen. Nicht nur, dass sie das zuständige Ministerium, das Umweltministerium und das dafür zuständige Regierungspräsidium für alle Genehmigungen in einer Hand haben. Ein kluger Schachzug, wenn man aus grüner Sicht das Land verändern will. Nein, bei dem Thema Verkehrspolitik haben Sie zugelassen, dass Investitionen massiv in Richtung des ÖPNV verschoben werden und der Kürzung im kommunalen Straßenbau zugestimmt. Wir werden uns auch das im Haushalt dann genau anschauen, wie das umgesetzt wird. Ich kann nur sagen, dass die Frage des kommunalen Straßenbaus
mich nicht nur deshalb so beschäftigt hat in den letzten zwei Jahren, weil er so wichtig ist für unser Land, sondern weil die vielen Unionsabgeordneten vor Ort immer darauf geachtet haben, dass ihre Kommune nicht zu kurz kommt. Das war richtig so. Und wir werden uns sehr genau anschauen, ob diese kommunalen Straßen demnächst durch Straßenbau, Herr Kollege Warnecke, Sie waren auch dabei, ich will es ausdrücklich sagen, auch Sie waren dabei und haben für Ihre Region dort viel eingeworben. Auch die Schreiben habe ich noch. Aber wir werden uns genau anschauen, ob das jetzt durch den ÖPNV in Zukunft oder durch das berühmte Radschnellwegenetz kompensiert wird, was demnächst 100 Kilometer durch unser Land gehen soll. Eine Forderung, die Herr Minister Al-Wazir auch schon im Wahlkampf aufrechterhalten hat, meine Damen und Herren. Radschnellwege sind eine schöne Idee. Sie werden das, was wir an kommunalen Straßenbau in diesem Land zu leisten haben, nicht kompensieren können. Gerade beim Thema ländlicher Raum und Infrastruktur darf nicht gespart werden. Das ist das Rückgrat für unsere wirtschaftliche Entwicklung in diesem Land. Ein großer Fehler, wenn es so kommen sollte. Und dann wurde der nette Grundsatz, den der Ministerpräsident auch erwähnt hat, Erhalt vor Neubau installiert. Herr Ministerpräsident, das ist ein Grundsatz, den wir auch in den vergangenen Jahren beherzigt haben. Aber ich kann nur sagen, die vielen Umgehungsstraßen, die wir zum Beispiel in den letzten Jahren gemacht haben, hatten auch das Ziel, in diesem Land nachhaltig und ökologisch zu arbeiten. Verkehr, den wir durch Umgehungsstraßen aus Orten herausziehen, ist der beste Umweltschutz, den dieses Land, meine sehr geehrten Damen und Herren, machen kann. Und das, was jetzt passiert, Erhalt vor Neubau, ist natürlich der charmante grüne Ausweg, sich mit vielen Neubauprojekten auseinandersetzen zu müssen, um mit BUND oder NABU vor Ort die Diskussion zu führen. Schade, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Er ist mittlerweile auch in anderen Ländern so installiert worden, dieser Versuch. Und er bedeutet eben, dass Sie Ihren Freunden vor Ort sagen müssen, dass Umgehungsstraßen in Zukunft nicht mehr gebaut werden. Das ist schade für die Menschen in den Regionen. Es ist schade für den Planungsaufwand, den wir in Millionenhöhe schon hinterlegt haben bei diesen Projekten. Und es ist auch deshalb schade, weil aus meiner Sicht an vielen Stellen, da geht es ja teilweise auch um Bundesmittel, diesem Land Geld verloren geht, was wir dringend nach Hessen holen müssten. Schade, dass Sie diesem zugestimmt haben. Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert, das stimmt, aber man kann sich immer aussuchen, mit wem man regiert. Und insofern glaube ich, diese Punkte werden mit anderen Koalitionspartnern. Ach, Sie meinen Ihr eigenes Leben, das ist, Herr Kollege. Herr Kollege Boddenberg, ich will aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich die Union auch an anderen Stellen Zugeständnisse gemacht hat, die mich aus der gemeinsamen Wahlkampfführung überrascht haben. Und ich sage das ganz offen auch zum Kollegen Beuth, der jetzt als Innenminister eine wichtige Aufgabe in diesem Land übernommen hat. Die Verdopplung der erneuerbaren Energien und der Windkraft in diesem Land wird die ein oder andere Rede des Kollegen Beuth, die er mit mir gemeinsam bei der BI gegen eine sozusagen übermäßige Windkraft auf dem Taunuskamm hier auf dem Schlossplatz gehalten hat, schon hinterfragen müssen, was ist richtig und was ist falsch. Wissen Sie, das Problem bei dem Thema erneuerbare Energien ist, dass wir schon wieder anfangen, den Versuch hier zu unternehmen, den Menschen zu erklären, erneuerbare Energien seien ein hessisches Thema. Wir haben gemeinsam, Herr Kollege Schäfer zum Beispiel, den ich dafür nur loben kann, gemeinsam darauf hingewiesen, dass es sinnvoll wäre, dringend auf Bundesebene eine Koordinierung der bestehenden Ausbaupläne der Länder vorzunehmen. Wir sind mittlerweile nicht mehr bei 160% erneuerbare Energien, wenn man alles zusammenzählt, sondern mit den Ankündigungen von Hessen, aber auch anderer rot-grün oder grün-roter Länder deutlich über diesen 160%. Das ist alles schön, dass diese Ziele dort definiert werden, aber solange diese Energie nicht speicherbar ist und transportierbar ist, ist es ziemlich dämlich, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es mag ja sein, dass das sozusagen notwendig ist, um einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag zu machen, aber es macht es ja beileibe nicht richtig. Und deshalb ist die Verdopplung des Ausbaus der erneuerbaren Energien, gerade der Windkraft, möglicherweise, Frau Wisser, da bin ich bei Ihnen, sie ist die effizienteste Form der erneuerbaren Energien, das stimmt, aber Speicherung und Transport dieses Stromes wäre trotzdem notwendig, ist die Frage natürlich, wie gehen wir da mit den Menschen in Hessen um? Und ich kann nur sagen, dass das, was hier droht, nämlich eine Installation von Windkraft auch gegen den Willen der Menschen, mich deshalb wundert, weil auch die Grünen immer vertreten haben, dass man Energiepolitik nicht gegen den Willen der Menschen machen darf, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das war ein Argument, was ich hier immer gehört habe in diesem Landtag, seitdem ich dem Landtag angehöre. Und dieses Argument zählt beim Thema erneuerbare Energie nicht mehr. Es wird eingeteilt in gute Energie, das sind die Erneuerbaren, und in schlechte Energie, das sind konventionelle Energieträger. Meine Damen und Herren, damit machen Sie sich deutlich zu einfach. Deutlich zu einfach. Ich weiß, dass auf Seiten der Bürgerinitiativen da auch viele überrascht sind, was Kollegen der Union angeht. Wir werden uns damit sicherlich auseinandersetzen müssen. Aber ich kann nur sagen,
auf jeden Fall werden wir uns genau anschauen, ob das, was wir gemeinsam vereinbart haben, 1000 Meter und eine Mindestwindgeschwindigkeit von 5,75 Meter pro Sekunde auch eingehalten wird, weil ganz klar ist, dass diese Regeln eben dazu geführt haben, dass es keine besondere Bedrohung für die Menschen gibt. Ich hoffe nur, dass das auch in Zukunft so ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Beim Thema EEG-Reform hat diese Koalition einiges vereinbart. Ich will gar nicht zu lange darauf eingehen. Ich muss sagen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich glaube, dass Herr Gabriel schon mal richtige Schritte gemacht hat. Es ist zum Schluss leider nur eine Strompreisbremse. Aber ich kann nur sagen, dass das, was Sie hier sozusagen geplant ist, mit einem Kapazitätsmarkt, der subventioniert werden soll, die ersten Subventionen, die fehlerhaft waren, wieder auszugleichen, auch kein sehr sinnvoller Vorschlag ist. Subventionen mit Subventionen zu korrigieren, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist keine sinnvolle Maßnahme. Sie ist nicht marktwirtschaftlich, aber sie findet, vielen Dank, sie findet trotzdem in diesem Koalitionsvertrag Berücksichtigung. Da kann man sich nur wundern. Die Frage der Wahlprogramme könnte ich stundenlang auseinandernehmen. Und der Kollege Wagen hat gesagt, messen Sie uns doch nicht an dem, was wir gesagt haben. Kompromisse sind in Koalitionen nötig. Das spielt alles keine Rolle mehr, Kollege Wagen. Da machen Sie es sich zu einfach. Sie haben den Menschen, die Sie gewählt haben, mit einem besonderen Versprechen diese Stimme abgenommen. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede, ich weiß, was passiert, wenn man das nicht einhält. Sie werden das selber verantworten müssen. Aber ich kann auf der anderen Seite auch sagen, Sie können es sich hier nicht so einfach machen, nach dem Motto, wir wollten den Beamten nur Gutes und mussten da leider an einigen Stellen über was anderes machen. Das Problem ist, dass dieser Koalitionsvertrag keine wirkliche Strategie hat bei der Frage, wie Sie sparen. Es zieht sich überhaupt kein roter Faden oder grüner oder schwarzer Faden. Mit diesem schönen Satz, auch Grüne wollen schwarze Zahlen, zieht sich durch diesen Koalitionsvertrag nicht durch. Aber deshalb müssen Sie an vielen Stellen eben in die Taschen der Bürger greifen. Die Grunderwerbssteuererhöhung ist doch nicht notwendig gewesen, wenn man sich wirklich mal zusammengesetzt hätte und überlegt hätte, ob man sparen kann. Stattdessen machen Sie ein Sozialbudget und satteln dort auf anderer Seite Geld auf. Deshalb müssen Sie Eigentümer in diesem Land mehr abnehmen. Und Herr Ministerpräsident, ich bezweifle, ob das so günstig wird für die Häuslebauer nach dem Motto, das 1% können die auch noch vertragen. Das ist ein Argument, was mir sehr bekannt vorkommt. So hat die Union schon mal argumentiert, als sie uns die Grunderwerbsteuererhöhung abgenommen hat. Insofern, wir werden auch diese Frage genau hinterfragen, Herr Kollege Wagner, aber Sie auch immer wieder daran erinnern, was Sie versprochen haben. Und Ihre Wahlprogramme und Ihre Papiere waren schon sehr eindeutig, das muss man Ihnen lassen. Sie sind nur leider nicht sehr eindeutig in diesem Koalitionsvertrag. Da sind Sie extrem schwammig, da kann man alles hineininterpretieren an den meisten Stellen. Und deshalb ist es natürlich auch nicht so einfach, Sie daran zu messen, weil was später rauskommt, kann man aus diesem Koalitionsvertrag auf jeden Fall nur schwer ablesen, meine sehr geehrten Damen. Sehr, sehr schwer. Das Thema Bürgerrechte spielt, das hat Frau Kollegin Wissler gesagt, kaum eine Rolle. Wir werden das Thema Vorratsdatenspeicherung in diesen Landtag einbringen. Wir halten es für ein notwendiges und wir werden genauso bei der Frage der Massivitäten, der Veränderungen für die Beamten sehr genau überprüfen, was sie dort vorhaben. Ich habe nichts dagegen, dass wir in diesem Land gemeinsam darüber diskutieren, ob möglicherweise Menschen, die eine sichere Arbeitsstelle haben wie Beamte, vielleicht auch mit sozusagen in die Solidarität aufgenommen werden müssen. Aber das, was Sie sich vorgestellt haben, ein Sonderopfer, das hat schon in Rheinland-Pfalz der dortige Gerichtshof abgelehnt. Und genau das frage ich mich, warum man so etwas in einen Koalitionsvertrag aufnimmt, wo man eigentlich wissen müsste, dass die rechtliche Realisierbarkeit von solchen Vorschlägen relativ gering ist. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, auch hier einen seriöseren Vorschlag von Ihnen zu hören. Ich bin froh, dass die Grünen mit der Forderung nach der Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder gescheitert sind, das ist richtig. Aber ich bin genauso froh, dass es den Grünen auf der anderen Seite gelungen ist, die Stärkung der Akzeptanz sexueller Minderheitenrechte im Koalitionsvertrag unterzubringen. Und ich sage ganz ausdrücklich, Respekt, wir haben selbst als Liberale mit dem islamischen Religionsunterricht, aber auch mit der Frage einer völligen Gleichstellung des Landesrechts im Lebenspartnerrecht vieles erstritten. Ich verstehe nicht, warum das hier drinsteht, weil das ist erfüllt, aber anscheinend ist das eine Überbleibsel aus den Wahlprogrammen der Grünen. Kann an der anderen Stelle aber nur sagen, ich freue mich sehr, wenn Sie das gemeinsam in der Regierung umsetzen, da werden Sie unsere Unterstützung haben. Das macht Sinn, das ist notwendig, um Hessen auf einen modernen Pfad weiterzubringen. Wir haben das begonnen und da wünschen wir den Grünen auf jeden Fall alles Gute, meine sehr geehrten Damen und Herren. Integration wundert mich und der neue Staatssekretär ist da. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Herr Staatssekretär. Aber früher war das Thema des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Und ich will das ausdrücklich sagen, ich hatte schon gedacht, dass das Thema Integration auch gerade für die Grünen so wichtig ist, dass es, ohne den Staatssekretär zu diskreditieren, ein Ministerthema ist und bleibt. Der Stellenwert hat sich relativiert. Trotzdem sage ich, Herr Dreiseitel, das ist ein wichtiges Thema, wo wir sogar gelegentlich gemeinsam
Regierungsfraktion und Oppositionsfraktion etwas auf den Weg gebracht haben. Da haben wir in Hessen viel erreicht, trotz Widerstände aus der einen oder anderen Reihe in diesem Landtag. Und ich glaube, dass Sie hier, wenn Sie diesen Weg weitergehen, unsere volle Unterstützung haben. Integration ist für dieses Land überlebenswichtig. Nicht nur bei der Frage Einbindung von Minderheiten, sondern auch bei der Frage von Weltoffenheit und Toleranz sind wir ein Musterland, wenn wir uns im Vergleich zu anderen Ländern sehen. Das wollen wir weiter ausbauen. Alles Gute für diese wichtige Aufgabe. Und deshalb wollen wir den Tag heute nicht zu lange werden lassen. Wir wollen Sie nicht an der Arbeit hindern. Die Regierung will loslegen und will sich nicht nur im Landtag umgucken. Das halte ich für richtig. Wir werden dann nämlich schauen, was genau auch rauskommt. Und deswegen, meine Damen und Herren, Herr Ministerpräsident, Herr stellvertretender Ministerpräsident, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das, was Sie sich vorgenommen haben, an vielen Stellen klappt oder auch nicht klappt. Weiß ich nicht, was Sie sich teilweise vorgenommen haben. Aber es wird jedenfalls spannend werden zu beobachten, wie Sie den Dissens, der sich ja schon an vielen Stellen angedeutet hat, in den nächsten Monaten weiter diskutieren werden. Es gibt Streit, ja, das kann man nicht übersehen. Der Streit wird noch durch die Euphorie der Bildung und der Regierungsämter überdeckt, keine Frage. Das ist am Anfang so. Aber es wird spannend werden, ob sozusagen der Streit im Vordergrund steht oder die Sachthemen. Und ich kann dem Land und auch dem Landtag nur wünschen, dass die Sachthemen im Vordergrund stehen und dass es zum Schluss mehr ist als nur verwalten, dass das Wort gestalten auch in Ihrer Politik vorkommt. Daran werden wir Sie messen und seien Sie sich sicher, wir werden Sie nicht schonen, aber in der Sache und im Stil ordentlich, so wie das dieser neue Landtag von allen erwartet, in dem Sinne auf gute Zusammenarbeit. Thank you.